Seit etwa 900 hatten die Normannen, die schon Jahre zuvor immer wieder Beutezüge unternahmen, die Seinmündung besetzt und konnten 911 von mehreren Fürsten gemeinsam besiegt werden. Es kam zu einem Ausgleich. Der normannische Anführer Rollo ließ sich taufen, er erhielt den Namen Robert und heiratete die Königstochter Gisela. König Karl III. Übertrug Robert die Normandie zum Eigentum. Jetzt verwandeln sich die heidnischen Wikinger in christliche romanisierte Normannen. Robert trug den Titel eines Grafen von Rouen. Er war nun in das Herrschaftssystem eingebunden und musste das Frankenreich verteidigen. 921 führte Karl der Einfältige einen Krieg mit dem ostfränkischen König Heinrich I. um Lothringen. Es kam zum Vertrag von Bonn, in dem zwar das Land westlich des Rheins Karl zufiel, dieser aber Heinrich I. als König im Osten als gleichwertig anerkannte. Damit war der Einheitsgedanke im Frankenreich beendet. Als in einer heiklen Situation Karl die Normannen um Hilfe bat, wurde er abgesetzt. 922 wurde Robert von Neustrien in Reims zum neuen König gekrönt. Er ist Ahnherr der Robertiner, aus denen das Königshaus der Kapetinger hervorging. Im Vergleich zum Ostreich kann bei gleicher Ausgangssituation festgestellt werden, dass im Westen schon früher mit Königswahlen begonnen wurde. Hier gab es auch vorher schon Nicht-Karolinger auf dem Thron. Im Osten war das erst 911 der Fall. Stark blieb der Einheitsgedanke, denn die Königswahl erfolgte nicht durch Vertreter von Stämmen wie im Osten, sondern durch die Inhaber politischer Macht.